Hey, willkommen beim VR Golf. Gleich wirst du ein Video sehen, was meiner Meinung nach ein kritisches Video ist für alle Golfer. Ich möchte nur ein paar Worte sagen, damit du dieses Video richtig gut verstehst, weil das wird dir was bringen. Wir richten uns leider falsch aus. Nur das hat verschiedene Gründe. Manchmal ist es so, dass wir nur reagieren, weil der Ball zu sehr nach links oder zu sehr nach rechts fliegt. Oder, und das ist meistens der Grund für eine falsche Ausrichtung, wenn man über den Ball steht, denkt man, dass man richtig ausgerichtet ist. Aber wenn eine zweite Person dahinter stehen würde und gucken würde, würde diese Person sehen, dass man leider nicht richtig steht. Also es gibt eine optische Täuschung von dieser Perspektive. So, in dem Video werde ich dir zeigen, wie du unbedingt einen Alignment Stick verwenden solltest, genau zwischen dem Ball und das Ziel. Und dann wird man zum Ziel gucken und zum Alignment Stick. Und dieser Alignment Stick ist genau zwischen dem Ball und dem Ziel. Und ich werde erklären, dass man das Ziel angucken sollte und das Alignment Stick. Und du wirst dann merken, wenn du das tust, dass das Alignment Stick gar nicht da ist, wo du denkst, er sein sollte. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil das wird deinen Schwung verbessern, deine Schwungrichtung. Viel Spaß beim Zuschauen. Möchtest du was sehr Interessantes hören, was wichtig ist für dein Spiel? Benutze ein Alignment Stick. Hoffentlich hast du so ein Ding zu Hause oder in deinem Bag. Das ist ganz, ganz wichtig für die Ausrichtung. Aber jetzt, heute, werden wir das für was anderes verwenden. Stecke erstmal ein Alignment Stick in den Boden. Der ist genau 2 Meter weg von deinem Ball. Und du musst bitte gucken, dass der Stick genau zwischen dem Ball und dem Ziel ist. Und das musst du wirklich sehr genau hinbekommen. So, das ist bei mir der Fall. Jetzt solltest du zum Ball gehen und sorgfältig dein Blatt zu dem Stick ausrichten. Und nachdem du das gemacht hast, richte deine Füße zum Blatt aus. So, ich denke, dass du jetzt einverstanden bist, dass ich richtig ausgerichtet bin. So, jetzt ist der nächste Schritt und das ist, was dich umhauen wird. Nachdem du das gemacht hast, gucke zum Endziel und dann zum Alignment Stick. Und das wird komisch aussehen für dich, falls du es noch nicht gemacht hast. Du wirst dann, und das sagen alle meine Schüler, du wirst dann das Gefühl haben, dass das Ziel weit rechts ist. Aber ist es nicht, haben wir doch gecheckt vorher. Und warum ist das alles so entscheidend? Es ist entscheidend, weil jetzt, da ich richtig stehe und sehe, wo mein Ziel ist, werde ich automatisch besser zum Ziel durchschwingen. Und dann werde ich etwas tun, was man bei besseren Golfern sieht, ist, dass sie mir von innen, das ist innen, nach außen schwingen, statt von außen nach innen. Ich erkläre das anders. Wenn ich jetzt den Stock wegnehmen würde und das tun würde, was so viele tun, ich richte mich zu sehr nach rechts aus, weil jetzt sieht das Ziel doch perfekt für mich aus. Aber leider bin ich falsch ausgerichtet. Das hast du bestimmt mit deinen Mitspielern gesehen, dass sie manchmal wirklich ein bisschen schräg stehen. So, ich meine, dass ich richtig ausgerichtet bin, bin aber total falsch ausgerichtet. Ich sehe das Ziel. Wenn ich jetzt meine Füßlinie entlang schlagen würde, das mache ich, dann schlage ich den Ball weit nach rechts. Ich denke, oh meine Güte, heute habe ich so einen schlechten Tag. Ich kann gar nicht Golf spielen, aber eigentlich habe ich einen perfekten Schlag gemacht. Das Problem war die Ausrichtung. Und es wird noch schlimmer. Wenn ich jeden Tag meines Golflebens so stehe, dann werde ich irgendwann kompensieren, weil ich will nicht mehr nach rechts schlagen. Was werde ich dann tun? Ich werde nach da schwingen. Und guck, was ich hier beim Abschwingen mache. Dann mache ich diesen nicht schönen Bogen nach vorne. Dann wird gehackt, dann wird geschnitten und dann zweifelt man. Und die Ursache war die Ausrichtung. So, bitte, 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 wenn du besser werden möchtest, wenn du dein Handicap verbessern möchtest, nutze so einen Stick oder einen Schläger oder lass jemand dir helfen. Aber das
immer dabei haben, dass du zumindest beim Trainieren immer richtig stehst und mit der Zeit wirst du ein besseres Gefühl bekommen, für wo das Ziel wirklich ist und wie du wirklich stehen solltest. Falls du Freunde hast, die etwas schief stehen auf der Runde und es ist manchmal besser, wenn man nichts sagt, oder? Wenn man mit Partner auf dem Platz ist, dann vielleicht kannst du dieses Video dieser Person teilen und ja, so kriegst du keinen Ärger und hilfst deinem Partner. Tschüss.